Hallo, wir sind hier wieder bei dem Mörderer Logarius oder wie er auch immer heißt. Ich habe mich als Krähe angezogen aus dem Grund, weil Krähen eine hohe Blutabwehr haben. Das Rittergewand hat ein bisschen noch höhere, aber ich dachte, so im Allgemeinen ist dann das Krähengewand vielleicht ein Ticken besser. Deswegen werden wir mal gucken, wie weit wir damit kommen, nachdem wir unser Blut erstmal gefunden haben. Wo ist das überhaupt? Der Knallkopf da hinten, der ist ja noch relativ zahm am Anfang. Bis wir ihn dann ein bisschen wütend machen. Wagen, wo ist unser Blut? Ich wüsste einfach nur gerne, wo unser Blut ist. Da ist unser Blut. So, jetzt kannst du erstmal nochmal normal mit uns reden. Und wir schauen, was wir denn daraus machen. Reden, sag ich schon, ne? Wow. Das hat ihm wohl nichts gebracht. Ah, schnell weg hier. Müssen trotzdem hier relativ aufpassen. Monster! Scheiße, jetzt sammelt er sich. Gleich wird er uns angreifen. Vorsichtig. Yes! Bitch! Yes! Bitch! Yes! Ja, Eingeweidetreffer. Das ging durch Glück. Aber es ging durch Glück. Aber es ging durch Glück. Hui, Krone der Illusionen. Wir haben sie endlich. Deswegen sind wir hergekommen. Glaube ich zumindestens. Ich habe das in einer Zeitschrift gelesen. Die Krone der Illusionen ist im Schloss Kainhurst. Nee, habe ich gar nicht. Ich habe keine Ahnung, warum wir überhaupt auf ihn gestoßen sind. Aber wir aktivieren auf jeden Fall die Lampe. Und es hat wunderbar funktioniert. Danke für die Krähen. Hier. Den Krähen sei Dank. Deswegen ein kurzes Gebet. Oh, ich fühl mich gerade sehr mächtig. Und während wir uns mächtig fühlen, vielen hätte ich schon fast gesagt. Lesen wir doch mal gleich auf, was diese Krone heißt. Ach so, ach. Das war ein Zauberdingens. Und ich habe es immer gesucht. Einer der geheimen Schätze in Kainhurst. Die Handschuhe eines Henkers aus einem fernen Land. Unter Henkern wurden sie vom Vater an den Sohn vererbt. Sie können verwendet werden, um zornige Geister der Vergangenheit durch das Beschmieren mit Blut zu beschwören. Man sagt, Edelleute fanden unermesslichen Gefallen an den Tänzen dieser rachsüchtigen Geister. Wir können uns echt glücklich schätzen, dass der Typ so oft in unseren Schuss reingelaufen sind. Am Ende habe ich ja eigentlich auch nur drauf geballert und gehofft, dass wir das Glück haben, das zu überstehen. Jetzt suche ich gerade nach der Krone.
Wo ist die Krone? Was ist die Krone überhaupt? Ist es eine Waffe? Nee. Es ist eine Kopfbedeckung. Krone der Illusion. Eins der kostbaren Geheimnisse von Kanehurst. Die Krone des alten Königs soll Illusionen freigeben, die ein Trugbild mit einem Geheimnis enthüllen. Und so trug Logarius die Krone aus eigenem Antrieb, entschlossen, eine einzige Seele von dem bösen Geheimnis zu bewahren. Welche Vision sah er, als er ruhig auf seinem neuen Thron saß? Das ist eine gute Frage und ich habe so die Vermutung, dass wir das gleich selber herausfinden müssen, indem wir uns auf den Thron setzen, mit dieser Krone auf dem Kopf. So viel zum Wort Thron. Der ist nicht mehr da. Aber wir können, wie gesagt, einfach diese Krone mal aufsetzen. Die ist echt schlecht. Aber jetzt sind wir der König hier. Ich hoffe, da kommt jetzt nicht noch einer. So ein bös Sputnik. Was werden wir hier wahrnehmen? Ha! The Inner Sanctum, das innere Heilige. Ich wollte erstmal mal kurz gucken, wie sehen wir eigentlich mit Krone aus? Ach, wir sehen relativ vernünftig aus mit dieser Krone auf dem Kopf. Also ich finde, unser guter Mord Black hier ist einer Krone würdig. Aber dieses Raben-Outfit ist natürlich auch sehr cool. Aber das werden wir jetzt nicht mehr tragen. Also, die Krone werden wir jetzt nicht mehr tragen. Ich ziehe lieber wieder unseren coolen Hut an. Ich lasse aber mal das restliche Raben-Outfit. Vielleicht können wir es gebrauchen. Gebrauchen. Okay, ich wollte mir nur sicher gehen, nicht, dass sie uns angreifen. Ich traue diesen Sachen immer absolut gar nicht, ne? Weiß nicht, würdet ihr solchen Viechern hier trauen? Oder glauben, dass die nicht lebendig sind? Schlussendlich müssen wir hier durchrennen, aus Angst. Und schlussendlich sind wir hier vorgeladen. Moment, da sitzt irgendwer auf dem Thron. Können wir das von hier aus erkennen? Es ist eine Frau. Und wahrscheinlich ist das die Frau mit ihrem Kind. Visitor. I claim no subject. But here lieth our throne. Kneel afore us. Or get thee gone. Zählt das? Ich bin aber noch gar nicht herangetreten an euch, Madame. Ich werde vor euch knien. Ich werde euch nicht angreifen. Das habe ich bei weitem nicht vor. Kriegt auch mehr so einen Helm statt irgendwas anderes. Haben wir sowas wie Niederknien eigentlich? Hinsetzen, Umhang, kontaktieren. Was haben wir hier? Triumph brauchen wir nicht. Mal gucken, ob wir sowas wie Niederknien eigentlich haben. Knicks haben wir. Triumph, Überzeugung, Hinsetzen, kontaktieren. Vielleicht nehme ich mal den Knicks. Aber ich knie vor euch, Königin. Oder wer auch immer ihr seid. Das funktioniert nicht. Dann versuche ich es mal mit einem Knicks. Ich sagte, ich versuche es mit einem Knicks. Eure Majestät. Oh. Ja, super. Visitor. Moon-scented hunter. I am Annalise. Queen of Castle Kanehurst. Annalise. Ruler of the Vile Bloods.
and sworn enemy of the Church. Yet our people are murdered, and we are prisoner to this wretched mask. What is it thou art in search of? Bitte was? Was ist das Ekelblutschwur? Ich kann das immer wieder machen. Also, diesen Ekelblutschwur, ich weiß nicht, was es damit auf sich hat. Ungeöffnete Vorladung. Ihr könnt es, schreibt mir bitte in die Kommentare, ihr kennt das vielleicht. Was hat es damit auf sich? Wär richtig cool, das zu wissen. Denn ich bin mir sehr unsicher. Bin mir sehr unsicher, ob wir das machen sollen oder nicht. Ob es hier überhaupt mehrere Möglichkeiten gibt, diese Sache hier zu beenden oder generell was damit zu machen, weiß ich nicht. Deswegen könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Und ich gucke gerade hier, wo ist die ungeöffnete Vorladung? Alte ungeöffnete Vorladung, die nach Kanehurst ruft. So, lesen wir. Eine alte versiegelte Vorladung. Wie die erste ist es eine Einladung nach Kanehurst. Aber für wen ist unbekannt, da eine Adresse fehlt. Ich habe eine Idee. Wir können zwei Sachen machen. Wir können hier den Schwur leisten. Oder wir können diese Vorladung wahrscheinlich, ich nehme es mal an, Alfred geben, der von der heilenden Kirche kommt und hier aufräumen möchte. Das sind, glaube ich, unsere zwei Optionen. Und ich möchte, wie gesagt, nicht die Leute hier zwangsweise richten, weil ich weiß nicht, was besser ist. Die hat einen Helm auf, das ist gruselig. Ich weiß, wie gesagt, nicht, was besser ist. Schick sieht es hier trotzdem aus in diesem Thronsaal. Ob wir das Alfred geben sollen, das könnt ihr mal entscheiden. Ihr seid ja schließlich die Community, entscheidet das mal. Sollen wir diesen Schwur leisten oder sollen wir diese ungeöffnete Vorladung Alfred geben? Das ist, glaube ich, die Entscheidung, die man hier fällen kann. Wir werden uns erstmal aus der Affäre ziehen. Wir werden versuchen, unsere Blutfärbung ein bisschen zu steigern, damit wir 18 haben. Wird auch ein bisschen ein schweres Unterfangen. Und in der Zeit können wir, wahrscheinlich werde ich erstmal ins Albtraumland dann gehen. Welcome. What is it, you? Weil da haben wir, naja, noch einiges zu tun quasi. Good Hunter. Okay, die gute Lilly sagt nichts anderes mehr vorerst. Deswegen machen wir eben, wie gesagt, unsere Blutfärbung. Du, das wird dauern, die da noch hochzukriegen auf die erwünschte Stufe. Das wird eine Herausforderung. Aber ich muss nochmal sagen, ich bin echt froh gewesen, dass wir hier diese Eingeweidetreffer haben. Denn das hat uns wirklich den Arsch gerettet, wenn man das mal so sagen darf. Schließlich haben wir dadurch, dass wir das so machen konnten, können wir das aber nicht kaufen, ne? Wir haben es nur gefunden. Wir können es kaufen, können wir es nicht. Gut, egal. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist, durch die Eingeweidetreffer und dass er uns in die Schüsse reingelaufen ist, hat auf jeden Fall einiges gebracht und uns sehr geholfen. Waffe verstärken. Die Klinge der Gnade können wir jetzt weiter und weiter hochleveln. Ich werde mal Evelyn erstmal Blutstein scherben. Evelyn werde ich erstmal ein bisschen steigern. Damit wir mal einen Unterschied sehen zu der Repetierpistole zum Beispiel. Aber die wird, glaube ich, generell immer mehr Schaden machen als alles andere. Oh, wir haben nicht genug Zwillingsblutscherben. Interessant. Ist die Frage, ob wir, wenn wir sie jetzt auch nochmal drei Stufen hochsteigern, ob sie dann besser sein wird als die oder nicht. Aber das brauchen wir uns jetzt so nicht anzugucken. Aha. Ach so, wir haben nicht genug. Ja, jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt gewesen, warum wir da nichts mehr machen können. Waffe reparieren. Können wir auch nicht. Ja, die hält noch ein bisschen aus. Ein bisschen halten die noch aus. Blutsteinverstärkung. Da wollte ich nur mal gucken. Da wollte ich gucken, wie das jetzt ist. Zählt das jetzt mit oder nicht? Tatsächlich. Ach, die Blutfärbung können wir dadurch skalieren. Bringt uns aber für die Waffe eigentlich gar nichts, oder? Ja, toll. Wir können die jetzt hier reintun. Mehr aber nicht. Weil wir haben nur
die hier. Ich lasse die erstmal da drin. Wir können ja sowieso gerade nichts machen. Wir haben ja nur diese eine Sache. Ist egal, es passt schon. Brauchen wir uns erstmal nicht zu kümmern. Was machen wir als nächstes? Ach so, Albtraum. Das hatte ich auf dem Plan. Kurzen Blick werde ich nochmal hier reinwerfen. Unser Wahnsinn steigt ja immer weiter an. Davon können wir aber allerdings auch nichts gebrauchen. Blutsteinbrocken kostet 30. 30. Oder die Waldfee. Na, wir sind auf jeden Fall sehr einsichtig. Das Labyrinth steht uns auch noch zur Wahl. Können wir natürlich auch noch machen. Aber ich glaube, wir sollten gegen dieses Amygdala oder wie auch immer das Ding heißt, kämpfen. Deswegen reisen wir zurück zur Albtraumfront. Und ich habe da noch keinen blassen Schimmer, welchen Weg wir gehen sollen. Ich werde aber jetzt mal hinreisen. Und in der nächsten Folge werden wir auf jeden Fall dann sehen. Ich werde mir ein Outfit aussuchen, was sehr giftresistent ist. Ich glaube, nämlich dieses Land ist ziemlich vergiftet. Genau. Und dann werden wir... Ich werde wahrscheinlich ein bisschen vorspringen, damit wir nicht irgendwie ständig irgendwo hängen bleiben. Gleich, weil... Diesen Anfangsort kennen wir schon, deswegen... Wir sehen uns dann in der nächsten Folge gleich wieder in einem etwas neueren Outfit, in einem etwas besseren Outfit und natürlich ein bisschen weiter in dieser Level-Struktur. Mal gucken, wo wir dann einsteigen, aber auf jeden Fall, so dass ihr nichts verpasst natürlich. Bis dahin, bye-bye und wie gesagt, ihr habt die Wahl, Blutschwur leisten oder Ekelblutschwur leisten oder den Brief an Alfred geben. Ich traue beiden nicht. Ich traue hier generell niemanden. Aber oft ist es ja so, ich will euch jetzt nicht vorprägen, ihr könnt euch immer noch selber entscheiden. Oft ist es immer in solchen Spielen so, dass man denkt, oh ja, die Kirche macht alles gut, aber in Wirklichkeit sind die bösen Antagonisten. Von daher, hier ist eure Entscheidung. Ich sag nichts mehr dazu. Beim nächsten Mal würde ich dann gerne wissen, wie ihr euch entschieden habt. Ihr habt dazu ein bisschen Zeit. Zumindest wenn das Video da ist, werdet ihr auf jeden Fall noch Zeit haben, euch zu entscheiden. Denn das müsste ja am Dienstag jetzt draußen sein, wenn ich mich nicht recht irre. Genau, also egal, lange Rede, kurzer Sinn. Bis zum nächsten Mal. Bye-bye.